Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Ja, wir befinden uns mal wieder auf einer, wie dieses Let's Play, klassischen Map, der wir auch längere Zeit nicht mehr waren, aber das war glaube ich sogar unsere erste Map, die wir uns runtergeladen haben. Und zwar die Grid 2 Map mit dem Burj Khalifa, der glaube ich sogar in Originalgröße da ist. Und alle möglichen interessanten Zeugs zum Crashen, Zerstören und Angucken. Auf jeden Fall, ja, was wir heute machen werden, ist natürlich ganz simpel und einfach. Modus zerstören. Im BMG, wer hat's gedacht? Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier oben an. Zap bitte einmal rauf. Das ist ein bisschen hoch. Reloaden wir ihn einfach mal. Und jetzt können wir einfach mal den Anhänger ja benutzen. So, wir fahren einfach mal so. Jetzt werden wir schon gleich den ersten Crash haben. Da. So, der ist schon abgerissen. Vielleicht knallt er noch auf uns. Das wäre lustig. So, jetzt der erste Aufprall schon gleich. Na, wird nicht auf uns prallen. Schade. So, das ist schon eine ganz schöne Zerstörung. Boah, das ist so kacke, dass er die Kamera Dings auch geändert hat. Normalerweise war einmal C in Perspektive. Danke. Oh, das ist so scheiße. Warum hat er keinen Hinweis gemacht, dass man da ein extra Auto nehmen soll? Nein. Mach's am besten so. Lappen. Egal. So. Ich will nicht dieser Scheiße. Ich will nicht dieses Scheißteil da. Die. Macht das einen Schaden, wenn wir dagegen fahren? Boah, ich. Man erkennt den Schwarz nicht immer wirklich. Ja, macht das. Immer ob man gegen das Gegenfährt gleich oder nicht. Oh, shit. Ladung haben wir jetzt hinten dran. Oh. Das ist schmerzhaft. Das war ein harter Aufprall, der glaube ich auch ziemlich tödlich war. Ah, wir haben das geilste Auto der Welt. Leider hätte ich es da hinten dran. Ich habe jetzt halt eben die Engine einfach nochmal sozusagen reloaded, dass wir wieder richtig fahren, dass sie wieder funktioniert. Aber ist ja hammergeil. So was habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt haben wir den Pickup von Notre Dame. So einen schicken Buckel gehabt. Warte mal. Nein! Oh. Oh, 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 oh. Ging vom Überschlag auch mal. Eben schon eine Bestätigung, aber keine allzu starke. Jetzt balanciert das Auto hier rauf. Super. War nicht genau mein Ziel gewesen. Hab jetzt leicht die Stoßstange anhauen und jetzt schön auf den Rädern oder auf der Seite sogar wieder aufschlagen und alles zerstören. Es ging sogar für das Führerhaus. Ich finde es auch. Warum heißt das nicht Fahrerhaus? Natürlich muss es Führerhaus heißen. Wer hat sich die Scheiße eigentlich ausgedacht? Aber relativ wenig abbekommen. Das hier hat das meiste abgefedert, ist dafür aber auch richtig zerstört. Warum, ich reg das so auf, dass es nicht mehr eins, dass es nicht mehr die zweite Kameraperspektive ist. Wofür braucht man denn diese scheiß Motorhaubenperspektive? Oh. So, und jetzt nur noch leicht rein. So. Komm, da können wir mal First Person. So. Heute machen wir krasse Beschädigungen an den Autos. So, dann jetzt einfach nochmal reloaden, die Engine, oh, und nicht zu schräg fahren. Haben wir irgendeinen Schaden? Einen leichten. Hoppala. Heute beschädigen wir das Auto aber ganz schön, glaube ich. Hier kann man jetzt natürlich leider fast gar nicht so fahren, dass wir hier runterfahren können. Oh. So, einfach mal Engine reloaded. Und jetzt geht's wieder. So, einmal neuer Motor eingesetzt während der Fahrt. So, und jetzt nochmal schön gegen. Wir können ja einfach mal hier reloaden. Da bitte einmal umdrehen. Aufpassen. Und da hoch. Wir werden das hundertprozentig nicht schaffen. Da können wir übrigens mal die White Body Edition für benutzen, um da hochzukommen.
da der Pickup es aus der Entfernung noch nicht schafft. Da auch noch mal gegen. So, Beschädigung ist hier stark. Da muss man eindeutig das Händen auswechseln, was ein richtiger Schaden sein wird. Und hier begrenzt er sich. Ist zwar auch die Front vorne kaputt, aber ich denke mal, ist akzeptabel. Da muss man einfach nur vielleicht einen neuen Kotflügel und die Stoßstange erneuern. Ist aber trotzdem alle durch das Heck ein riesiger Schaden, der entstanden ist, natürlich. So, damit der German Comet Gamer LP Edition. Bitte, Gavril Grand Marshal. So, und der wird da jetzt bestimmt hochkommen. Falls wir es denn treffen würden. Oh, wir fliegen sogar schön rein. Autsch. Nein, ach komm, rechts ist besser. Das war knapp. So, jetzt schaffen wir es. Ist einfach mal super smooth fährt. Wuhu! Und auf deiner Seite wieder runter. Oder? Nee. Kamera, du bist toll. Echt. So, und jetzt hier nochmal runter, wo wir hochgekommen sind. Was aber keine allzu großen Beschädigungen hervorgerufen hat. Ja, mit der White Body Edition sind wir noch gar nicht auf Grid 2 gefahren. Oh! Sind wir noch gar nicht auf Grid 2 gefahren? Ach, diese Kamera gibt's immer. Nur er hat die in eine andere Position gemacht. Warum? Das mit dem Anhänger ist ja noch zu verkraften, aber die. Boah, das mit der Kamera, das geht nicht. Das kann ich wirklich. Das hasse ich echt. Das war eine harte Beschädigung. Oder wartet mal. So, bitte einmal. Am Burj Khalifa vorbei. So, dann werden wir jetzt mal hier möglichst schnell hochfahren. So. Und 25. Wow, es ist schon schöne Beschädigung geholt. Und da auch beschädigt. Okay, so ging es jetzt schon mal nicht weiter. Wir müssen erstmal richtig ausrichten. Einfach ein bisschen rauf. Jetzt hängt er darin. Würde schon sagen, wäre scheiße gewesen. Und 50. Ich kann halt eben nicht zu schnell fahren, aber auch nicht zu langsam. Ich kann halt eben eine schöne Zeit aufstellen. Und weil wir zu schnell fahren, krachen wir eben in die Wand oder überschlagen uns, wenn wir dann zu stark einlenken. Hoppala. Hier können wir jetzt öffnen die Wand. Und da muss man aufpassen, dass man sich nicht die Räder anschlägt, was wir hier gerade machen. Haben wir schön unsere Achsen beschädigt. Wow, und fast wären wir wieder nach runtergefallen. Na, hat nicht so lange gedauert, hat 25 Sekunden gedauert, bis wir oben waren. Aber jetzt geht's erstmal runter, würde ich sagen. Das muss erschreckend sein, stell dir mal vor, ihr hängt zum Auto. Erstmal schön nach hinten. So, aber jetzt mal wirklich mit Speed runter. Oh, fast aufgeschlagen. So, wunderschön. So, wir können hier mal den links aufschlagen. So, erstmal da sind wir jetzt gar nicht aufgeschlagen, wo ich eigentlich aufschlagen wollte. Geht von der Beschädigung. Die Seite ist immer schön stabil bei den Autos. Aber ist eigentlich auch logisch, weil da ja eigentlich die meiste Widerstand ist. Oder? Ach, keine Ahnung, ich rede schon mit. Ja, stimmt, weil einfach an den Seiten keine Knautschzone ist. Keine, also oben jetzt am Türrahmen und so, da ist natürlich keine Knautschzone. Weil das Dach soll ja möglichst den Überschlag aushalten und nicht gleich einknicken und die Insassen töten dadurch. Oh, 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 oh. Das ging schnell. Ist er nach hinten runter? Ja. Jo. Und seitlicher Einschlag. Wieder mal. Okay, aber jetzt mal woanders lang. Oh, okay, das war jetzt auch nochmal runter. Oh. Jetzt gab's da einen kurzen Aufschlag und dann hier und. Oh.
Heute haben wir wieder einige krasse Crashs. Einige. Weil die meisten einfach mal durch Fallen hervorgerufen werden. So, hier gibt es wieder eine Beschädigung. Oh, rechte Seite erstmal gekracht und schön den Wagen erstmal geschrottet. Motor war auch kaputt, muss ich gerade wieder restarten. Jetzt schaffen wir es hier nur noch mit 60 hoch. Was eigentlich immer noch für den Auto, für den, oh Gott, tut mir leid, Zustand des Autos ziemlich gut ist. Aber halt eben insgesamt nichts Tolles. So, jetzt halt eben den Spiegel abgefetzt und jetzt geht's wunderschön runter. Und überschlagen und so. Wir sind ganz locker rüber und jetzt gibt's den Überschlag. Okay, wir können ja mal einen Weitsprung machen. Mal eben 280 gefahren. Ganz locker. Ganz, ganz locker. Locker sogar über die zweifache Weite des Feldes. Dreifach sogar, würde ich sagen. Ich wage zu sagen, dass wir die dreifache Länge. Ja, kommt sogar relativ hin. Ich schätze mal so 40, 400 Meter. Was rede ich? 340 Meter. Okay, da können wir dann gleich auch nochmal mit der anderen machen. Aber jetzt erstmal. So. Das dürfte jetzt interessant werden. Wenn wir jetzt hier schön aufschlagen. An der Seite. Also an der Kante. So, jetzt hoch. Dann an der 60 Meter Linie. Da sogar eher eine 70. Das kann doch gar nicht stimmen. Das ist Auto fast. Naja, doch, kommt hin. Kommt hin. Egal. Jetzt will ich mal hier ein bisschen schräg, sodass wir gleich die Kante aber schon von Natur aus sozusagen. Genau, so weit ist. 276 waren wir. Oh, das ist ein krasser Crash. So, und jetzt hier schön rauf. Ich glaube, das war der schlimmste Crash. Also, oder nee, nicht der schlimmste, aber der spektakulärste zumindest der heutigen Folge. Der war echt spektakulär. Oh, ja, das ist eindeutig zerstört, der Wagen. Total Schaden. Kann man nichts mehr machen. So, dann machen wir nochmal zwei Weitsprünge. Hier rüber einmal mit 280 wieder. Hier geht's auch ganz locker rüber. Hier dürfte um einiges weiter sogar kommen. Als bei der großen Rampe. Vor allem gibt es Bedenken, dass wir jetzt auch schräg gefahren sind. So. Und dann noch über die kleine und dann will ich noch was kurz machen. So, schnell über die kleine und dann eine Sache noch auszuprobieren. So. Ich hab auch ganz locker rüber. Und schön, ich kann aber fahren, das nennen wir, blinken ihn jetzt schräg, was aber nicht geklappt hat. Jetzt habe ich zwar gebremst, aber und die Beschädigung ist akzeptabel. Sogar im Innenraum geht es noch. Okay, wir haben die hintere Tür verloren. Und somit eine Kameraperspektive, die wir hier noch nicht hatten. So, schön ins Auto rein. So, Gott, zurück. Zum Glück hat das Auto genug. Ja, genug Antrieb, genug. Ja, PS, um rückwärts auch da hochzukommen. Wolfisch, Rocket Plane. Bullet Rocket, da. Ich weiß nicht, welches die Dings-Version war. Die Beta-Version, welche die richtige. Das ist einfach mal die hier. So, wir werden jetzt nur noch mal runterfahren und gucken, ob wir da genug Auftrieb entwickeln, um abzuheben. Yep, locker. So, und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und sei dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.